Hunderttausende mussten erleben, dass ihre alltägliche Umgebung urplötzlich zum Katastrophengebiet wurde, Wohnhäuser zu Todesfallen, Flüsschen sonst ruhig zu reißenden Gewässern. Und ich fürchte, das ganze Ausmaß der Tragödie werden wir erst in den nächsten Tagen sehen. Und mein tief empfundenes Beileid gilt allen, die in dieser Katastrophe Angehörige und Freunde verloren haben oder die jetzt noch um Vermisste bangen. Und ich schließe auch die Menschen ein in den Überschwemmungsgebieten von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Before I say anything else, Chancellor Merkel, I want to express to you and to the people of Germany my sincere condolences and the condolences of the American people for the devastating loss of life and the destruction due to the flooding over the past 24 hours in Germany and neighboring countries. It's a tragedy. And our hearts go out to the families who've lost loved ones.